richtiger Fortschritt für mich halt auch immer was mit einem Wertewandel in der Gesellschaft zu tun. Durch den enorm hohen Rohstoffverbrauch, zum Beispiel durch Lithium oder Kupfer, verschmutzen wir unsere Umwelt, vor allem zum Beispiel beim Lithium durch die enormen Wassermengen, die wir verbrauchen. Grundsätzlich kann man allerdings auch sagen, also kann man sagen, dass der Fortschritt als solches eine gute Sache ist und jede Möglichkeit des Fortschritts genutzt werden muss, um Rohstoffe zu sparen. Wir sollten auf jeden Fall verzichten. Die Frage ist, wie viel wir wirklich brauchen. Also braucht jeder ein Handy, braucht jeder ein Auto? Wir sind erstmal in der Verantwortung, denn wir wählen die Parteien, die die Regierungen wählen. Politik muss den Rahmen setzen und sagen, okay, wenn wir Digitalisierung wollen, dann wollen wir es in der Art und Weise und nur so sieht es gerecht aus. Die Unternehmen sollten sich Gedanken machen, wie sie besonders ressourcensparend sein könnten. Ich glaube, durch eine große Sharing-Kultur könnte man es schaffen, einen smarten Konsum zu ermöglichen. Ich finde, was wir nicht genug haben, ist Zeit, die wir zum Beispiel direkt mit unseren Freunden verbringen können oder Zeit, in der wir machen können, was wir wollen. Und davon könnten wir ja noch mehr haben.